Was passiert in diesem Bild? Es wirkt wie eine Szene aus einem dekadenten Traum oder einem romantischen Märchen. Doch hinter diesem so schönen und detaillierten Gemälde versteckt sich eine grausame Geschichte. Das Gemälde von Sir Lawrence Alma-Tadema heißt The Roses of Heliogabalus. Heliogabalus ist der Name eines römischen Kaisers, der im Deutschen unter Elagabal bekannt ist und berüchtigt für seine Dekadenz und exzessiven Lebensstil ist. So basiert dieses Gemälde auf der Überlieferung einer von seinen Feiern. Nach stundenlangem Trinken und ständigem Wechsel von Geschlechtspartnern waren die meisten Gäste hoffnungslos betrunken und erschöpft, als in der Decke sich eine Öffnung auftat und es begann, Blütenblätter zu regnen. Zuerst erfreuten sich die Gäste an der Überraschung, doch die Blüten fielen und fielen weiter. Erst bildeten sich Blütenpfützen, dann Blütenseen, bis diese auch zu einem gigantischen Blütenmeer verschmolzen und die erschöpften Gäste verschluckten. Elagabal sah von seinem Platz amüsiert zu, wie seine Gäste um Luft kämpften und an den Blüten zu verschlucken begannen. Die Rosen schwemmten den Raum mit ihrem lieblichen Geruch, während die Gäste in ihm ertranken. Elagabal wurde bald von seinem Lebensstil eingeholt und mit nur 22 Jahren von einer Intrige seiner eigenen Familie ermordet. Doch sein Schicksal beschäftigt Menschen auch noch fast 2000 Jahre später.